Herzlich willkommen bei Valerie.wein. Heute geht's weiter mit der Reihe, welche Weine passen zu welchem Sternzeichen. Aktuell sind wir gerade in der Krebsphase, die geht von 22. Juni bis 22. Juli. Krebse sind Wasserzeichen, genauso wie Fische und Skorpione. Und sie gelten als die empfindsamsten von allen Sternzeichen. Sie sind sehr gefühlsbetonte, gefühlsgeleitete Menschen, sagt man. Und haben eine sehr starke Intuition und auch sehr starke Gefühle, und zwar in alle Richtungen, ja, rauf und runter. Krebse gelten als das Mutterzeichen. Ich würde das feministisch interpretieren und sagen, auch Männer können diese Eigenschaften aufweisen, weil es geht um Eigenschaften wie Empathie, um Fürsorge, um ja, sich einfach gerne kümmern und sich Sorgen machen, auch um seine Mitmenschen. Berühmte Krebse sind zum Beispiel Ariana Grande, aber auch Angela Merkel, Lady Di und ihr Sohn Prinz William, also sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja, kommen wir zu den Weinen. Welche Weine passen zu Krebsen? Krebse gelten ja als die empfindsamsten aller Sternzeichen. Deswegen habe ich mir gedacht, es passt auch gut, sozusagen die empfindlichsten aller Rebsorten ihnen zuzuordnen. Und zwar habe ich hier einerseits eine lokale Rebsorte, die St. Laurent heißt. Das ist eine autochthone österreichische Rotweinrebsorte. Die ist relativ empfindlich, sehr frostempfindlich, blüteempfindlich, gilt als schwierig im Weingarten. Die Weine, die sie aber dann hervorbringt, die Rebsorte, sind sehr fruchtige, charakterstarke Weine, die sich durch eine hohe Qualität und hohe Lagerfähigkeit auszeichnen. Das heißt, das wäre ein Rotwein-Tipp für einen Krebs. Und dann habe ich noch eine andere empfindliche Rebsorte ausgesucht, nämlich Chenin Blanc. Das ist eine ganz alte französische Weißweinrebsorte, die eigentlich heutzutage vor allem noch in der Loire gefunden wird, sonst eigentlich nirgendwo in Frankreich und auch nicht in Europa. Aber in Südafrika hat sie sich zu einer Weißwein-Leitsorte gemausert. Das ist auch ein dementsprechend südafrikanischer Wein, ein Chenin Blanc, ein Sprudel ausgebaut. Dafür eignet er sich gut. Empfindlich ist Chenin Blanc, weil er sehr empfindlich ist für Mehltau und für Fäulniserkrankungen, darunter aber auch Botrytis, also Edelfäule. Soll ich was sagen über Edelfäule? Interessiert das die Leute? Edelfäule klingt jetzt ein bisschen unappetitlich, ist aber was Spannendes für einen Wein, weil das ist sozusagen eine Erkrankung der Trauben, die sorgt dafür, dass die Traubenschalen durchlässig werden. Dadurch kann das Wasser, das eben im Fruchtfleisch von der Traube ist, nach außen quasi verdampfen, weil es durchlässig ist, die Schale. Und, die Trauben schrumpeln sich dann so zusammen. Und den Saft, den man gewinnen kann aus diesen verschrumpelten Trauben, der ist sehr konzentriert und sehr süß, hat aber auch noch eine gewisse Säure. Das heißt, aus dem kann man sehr geschmackige Weine machen, und vor allem Süßweine werden gerne gemacht aus Botrytis-anfälligen oder Botrytis-befallenen Trauben. Genau, haben wir die ersten zwei Weine schon erledigt. Krebse haben außerdem als Sternzeichen einen besonderen Bezug zum Mond. Und da muss ich natürlich sofort an die Biodynamie denken, die ja auch nach der Lehre von Rudolf Steiner davon ausgeht, dass der Mond einen ganz starken Einfluss hat, nicht nur auf die Gezeiten zum Beispiel oder die Gezeiten, die man verursacht, sondern auch auf uns Menschen, weil wir ja auch so viel aus Wasser bestehen, ja, und auch eben die Trauben natürlich beeinflusst sind, sowie der gesamte Weingarten vom Mond. Deswegen habe ich hier einen biodynamischen Wein, den ich letztens in Slowenien gekauft habe, vorgeschlagen als passenden Wein für Krebse. Als vierten Wein schlage ich einen Wein aus der Thermenregion vor. Das ist eine Weinbaugegend im Süden von Wien, weil nämlich Krebse ja Wassertiere sind, also Wassersternzeichen und auch Wassertiere, also das tatsächliche Tier ist ein Wassertier, und auch die Sternzeichen sind eben dem Wasser, dem Element Wasser zugeordnet. Und in der Thermenregion, das klingt erstens schon mal, finde ich, nach Wasser, so Thermalbäder gibt es dort auch. Und vor allem finden sich in den Böden, das sind so lehmige Böden, die dort in den Weingärten sind, vor allem dort sind ganz viele Muscheln, Kalkablagerungen, Urzeitkrebse und lauter so Meeresbewohner, von Meeresgetier, vom Urmeer, von früher sozusagen. Deswegen ein Wein aus der Thermenregion, und zwar habe ich hier vom Christian Fischer einen Zweigelt, also mal ein Rotwein. Zu guter Letzt, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, bei vereinzelten Krebsen in meinem Bekannten- und Freundeskreis habe ich es auch schon beobachtet,
Krebse lieben Schachteln und Dosen, vor allem wenn sie irgendwie schön sind. Das entspricht ihnen irgendwie. Macht doch irgendwie Sinn, weil Krebse sind ja auch Schalentiere. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun, dass sie sich so gerne zurückziehen in ihre Schachteln. Deswegen habe ich mir gedacht, ein schönes Geschenk für einen Krebs wäre ein Wein in einer Schachtel. Kriegt man ja immer wieder. Ich habe jetzt hier als Repräsentation für Schachtelweine eine Magnumflasche. Die Schachtel ist jetzt nicht wahnsinnig schön, aber es geht um die Idee. Und eine Magnumflasche ist auch deshalb ganz gut geeignet, weil da kann der Krebs dann sozusagen seine Urbedürfnisse ausleben, nämlich er kann quasi die gesamte Familie mit Wein versorgen und das entspricht dann natürlich ihrem fürsorglichen Wesen. Ja, in diesem Sinne, alles Gute zum Geburtstag, liebe Krebse. Prost! Vielen Dank fürs Zuhören heute. Was ist eure Meinung zum Thema Sternzeichen und Wein? Ist das absoluter Blödsinn oder könnt ihr damit was anfangen? Ich freue mich über eure Kommentare. Ich freue mich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr noch dazu immer up to date bleiben wollt, wenn es ein neues Video gibt von mir, dann drückt die Glocke. Tschüss!